Willkommen zu einer neuen Folge WoW. Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir sind endlich in Nagrand. Yeah! Die schlechte Nachricht ist, ich muss das Projekt Skyrim leider vorzeitig beenden, da wir, ich denke mal, einen Bug im Spiel haben. Beziehungsweise, dass irgendwas funktioniert dann nicht richtig. Wir können keine Drachenseelen mehr aufnehmen. Ich habe jetzt bis gerade noch Skyrim aufgenommen. Und das Problem ist, wir können halt keine Drachenseelen mehr aufnehmen. Das heißt, ich kann die letzte Mission, die ich brauche, um diesen Hauptbösewicht zu erledigen, nicht fertig machen. Deswegen haben wir das Projekt erstmal beendet und werden dann vielleicht im neuen Jahr oder danach das Jahr nochmal Skyrim dann probieren. Genau. Ich habe darüber gesprochen, dass Nessingary ja in den in Schlingdorntal ist. Mir fehlt sogar noch eine Quest, die ich gerade. Hier müsste noch eine sein. Ne, es müsste hier irgendwo kommt, taucht hier mal einer auf. Dann werden die Leute hier angegriffen. Da können wir auch noch eine Quest holen. Ich bin gerettet, genau, das ist die Mission, da taucht hier so ein NPC auf und attackiert das Lager und dann ist das, steht da, ich bin gerettet. Denn es gibt ihn im Schlingdorntal, es gibt ihn in der Scherbenwelt, wie wir gerade gesehen haben, es gibt ihn in, im Schollersabbecken, im Bottlecar-Bereich und dann gibt es ihn nochmal, was kann man nach Kataklysmen, weiß ich jetzt gar nicht, ob es ihn irgendwo gab, aber ich meine, ja, ich bin nicht. In Mist of Pandaria gab es ihn auch. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem Bereich. Nach Pandaria hatten wir, ich glaube, Legion. In Legion war er, glaube ich, auch. Ja, in Legion war er auch. Na, warte mal, was kann man denn nach Mist of Pandaria? Wenn das auf Draenor kam, da weiß ich gar nicht, ob er dabei war. Das war, habe ich nicht auf dem Schirm. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob er jetzt da war. Das müsste ich nochmal nachgucken, aber sicher bin ich. Meine Frau wird es mir gleich sagen, wenn sie das mitkriegt. Oder ich weiß nicht, ob sie gerade googelt. Und warte mal, Mist of Pandaria. Legion war er, glaube ich, auch. Da war er in der Nähe von dem von der Jagdhütte. Zum Beispiel. Und wenn man einen Hunter gespielt hat, da hat man ihn, glaube ich, auch getroffen. Und in Battle for Azeroth war er auch. Ich glaube, das war einer seiner letzten Missionen. Das war das Zandalari-Gebiet. Dort, konnte man auch noch eine Questreihe mit ihm machen, aber ich glaube, da waren ein paar andere Jäger mit bei. Soweit ich das weiß. Also auf jeden Fall war er auf jeden Fall in den Sachen beteiligt, nur in den Schattenlanden war er nicht. Und ich bin auch mal sehr gespannt, ob er in dem in Dragonfly auftauchen wird oder ob er da einen Part bekommt, wo er dann halt auch mit dabei ist. Interessanterweise ist der Nessingary einer der Charaktere, den ich immer behalten habe. Nicht nur im guten Sinne, denn er hatte auch eine Questreihe, wo man die Seiten des Schlingendorntals, also des Schlingenhügel, so Seiten sammeln musste von so einem Buch. Und es gab so ein paar Seiten, die hat man relativ häufig bekommen, aber es gab, glaube ich, so zwei Seiten oder eine Seite, die relativ selten gedroppt ist. Und man musste, glaube ich, mehrere Kapitel davon abschließen. Und die zu bekommen, war halt relativ schwierig. Und wenn man dann im Aktionshaus geguckt hat, habe ich Verzauberung drauf? Ja. Wenn man im Aktionshaus geguckt hat, konnte man die viel sehr, sehr, sehr viel Gold nachkaufen. Und cool, der gequälte Erdgeist ist übrigens in der Erde. Er versteckt sich, er hat keinen Bock auf uns. Und das war so das, wo man ihn so halt im Kopf behalten hat. Also, erst musste so die normalen Panther töten. Dann gab es halt die nächste Version. Die nächste Version, das Ganze ging dann dreimal. Das haben wir hier, glaube ich, auch. Und dann musstest du die Elite-Viecher von denen erledigen. Also die großen, ne? Schlechthin Tiere. Und im Schlingdorntal hat es mit angefangen mit den Tigern, mit den Panthern, Raptoren. Das ging dann bis zur nächsten dritten Stufe. Und ich dachte mir dann auch immer mal, warum gibt es, wenn ich eine Quest töte von den 12, von denen? Ja, dann müsste man die Leute ja nicht einfach durch die Gegend schicken. Und 12 ist ja jetzt hier schon ja eine Menge im Endeffekt. Bis so man zu einer Mission kam, wo man den Oberhaupt von dem Ganzen töten musste. Und das war ein Elite-Vieh mit zwei Begleitern dabei. Und der war in Classic damals, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist aktuell, sehr schwer. Wir können ja mal bei Zeiten irgendwann mal, wenn ich dran denke, dann einen Charakter mal dahin schicken in Schlingdorntal. Und dann können wir das Ganze mal machen. Oder wir machen es hier mit dem Todesritt. Das können wir natürlich auch machen. Müssen wir mal schauen. Ja, das ist so quasi so ein Nessingary, woran ich mich noch erinnern konnte. Ich habe die Quests immer gerne gemacht. Ich habe damals auch immer noch so ein bisschen Questtexte gelesen. Da wir jetzt demnächst, ich weiß jetzt nicht, wann das ist, weil WoW hat momentan den 18. Geburtstag und man kann wieder einen Mount bekommen. Allerdings ist es bis jetzt noch nicht gedroppt. Kann man zum Beispiel
auch, nee, warte mal, wo war ich denn jetzt? Also man kann Mount bekommen und man kann irgendwelche Sachen wohl kaufen, aber ich habe davon noch nichts gesehen, wo man die Sachen kaufen kann. Also da habe ich noch nichts von gefunden. Und es gibt halt immer so einen IP-Booster von 18%. Das heißt, wir haben jetzt noch die 50%. Und dann haben wir nochmal plus die 18%. Und jetzt haben wir ja auch noch das mit dem, sag mal schnell, mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt, wo man auch nochmal EP holen kann aktuell. Das heißt, wenn man jetzt noch ein paar Twinks hochspielen möchte, kann man das jetzt relativ zügig machen. Weil es gibt halt sehr viel EP. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht mit den 50%. Entweder diese Woche noch oder danach die Woche. Weil der nächste Pre-Patch müsste demnächst bald vor der Tür stehen. Und dann müsste auch der Invoker zur Verfügung stehen. Und jetzt haben wir uns gestern mal mit ihm unterhalten wegen den Charakternamen. Ja, wir haben mal gesagt, wir haben unseren Charakter mal Ölfilter genannt. Oder Frostbeule und solche Sachen. Und wenn man natürlich an so einen Hexenmeister denkt, so einen Gebrechenshexenmeister, gab es immer mal den Namen Harry Dotter. Ja, halt wegen Dot-Charakter. Und ja, da ist mir gestern noch zufälligerweise einer beim Weg gelaufen, der so hieß Harry Dotter, mit zig Sonderzeichen drüber. Und dann haben wir so spaßeshalber gesagt, wir nennen unseren Charakter dann Frostschutzmittel. Und der Name war wirklich noch verfügbar. Interessanterweise, also als Frostmagier. Oder gestern hat es mir einer gesagt, mit dem ich dann gespielt habe, der auch bei uns in der Gilde ist. Der sagte dann so, ja, ich habe mir einen Charakternamen gesichert, da heißt der untote Charakter Body Lotion. Ja, also es ist schon, ja, es ist ein bisschen komisch auf einer Seite, auf der anderen Seite, ja, denkt man sich auch, Alter, wie kommst du auf solchen Namen? Und ich bin auch jemand, der nicht gerade sehr kreativ ist, was Namenauswahl betrifft, deswegen habe ich auch mal viele verschiedene Namen gehabt und mir gesagt, nee, den Namen möchte ich behalten. Dann habe ich, halt mehrere Sonderzeichen drüber gehabt bei manchen Charakteren. Und das ist natürlich dann auch irgendwann doof, weil dann hast du irgendwie alles durch und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt wenn du WoW spielst, wie nennst du dann halt deinen Charakter? Und da bin ich auf Mordis Blood gekommen. Hier Mordis Blut im Endeffekt für den Bluttodesritter. Ja. Dann ist mir so eingefallen, Alter, du hast jahrelang nach Namen gesucht. Du hättest doch ganz einfach irgendeinen Namen nehmen können. Wie Mordis Katze, Mordis Tank, Mordis Druide. Also einfach nur Mordi. Ja, also für die Abkürzung von Mordrashi. Und dann den anderen Namen. Also Mordis Unheil ist quasi dafür da, dass wir ein unheilig Todesritter spielen. Ja, und auf den Namen Mordrashi bin ich einfach gekommen, weil ich einen Charakter habe, der heißt Mordrash. Ist übrigens ein untoter Todesritter. Ist mein erster Todesritter gewesen. Mit dem habe ich damals den Erfolg geholt. Mit den Ulduar. Da gibt es nämlich einen Erfolg. Das ist so eine Heldentat, ist das, die man noch machen konnte. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ich müsste gleich mal gucken. Das war die falsche Taste. Erfolge, wo habe ich dich hier? Dungeon Schlachtzug, ist das nämlich Geheimnis von Ulduar? Ist das hier mit drunter? Ist nämlich ein Titel. Sternrufer ist das nicht. Den habe ich auch. Herold der Titan. Ja, den habe ich. Ich wollte ich doch gar nicht. Aber ich mache den Staubwirbel auch mal weg. Herold der Titan habe ich damals mitgeholt. Es war ein sehr, sehr, sehr krampfhaftiger Erfolg. Wir haben da ziemlich lange dran gesessen, weil das Problem ist halt, ich habe gewisse Effekte nicht gesehen auf dem Boden. Und mein PC konnte das damals auch nicht. Und haben dann sehr lange dran gesessen, bis wir den Erfolg gekriegt haben, weil nicht nur ich Probleme hatte, auch viele andere, die halt eine recht hohe Grafikeinstellung hatten und die hatten auch das Problem, dass die auch gewisse Sachen einfach nicht gesehen haben, interessanterweise. Aber wir haben es am Ende geschafft. Und mit dem Charakter habe ich quasi diesen Erfolg geholt. Den habe ich auch damals als Tank hochgespielt. War zu Mist of Pandaria Zeiten, habe ich den sehr gerne gespielt sogar. Aber wie das bei mir halt so ist, ich bin jemand, der twinkt halt viel. Ja, und wenn ich jetzt nicht so, sag mal, so regelmäßig raiden gehe oder mythisch Bus laufe mit gewissen Charakterklassen, jetzt brauchen wir noch Grollhufe, die müssen wir eben auch noch erledigen. Dann ist es halt so, dass ich dann irgendwann das wieder verlerne. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel bei unserem Mordis Blood natürlich auch dieses Rotations-Addon drin gehabt, dieses Hickley-Addon. Und weil ich einfach nicht in der Lage war oder einfach zu wenig gespielt habe, um mir zu sagen, okay, ja, ein bisschen spielen, dann hast du das halt drin. Aber wenn du einen Charakter nicht so häufig spielst, dann bist du erstmal total raus, dann brauchst du erstmal eine Weile. Und ich finde als DD, okay, das kann man noch irgendwie kompensieren durch zwei andere DDs, außer die haben natürlich dasselbe Problem dann. Aber sag mal, wenn du jetzt halt einen Tank spielst, ja, es ist ein bisschen schwierig dann, ne? Weil du hast natürlich dann keinen Tankpartner in der Instanz, um das halt dann auch zu
kompensieren, sage ich jetzt mal. Wir müssen eigentlich noch hier runter. Was habe ich hier noch? Ich muss sie haben. Auch noch ein Erfolg. Müssen wir mal gucken. Gehen wir weiter hier runter. Ja, und es heißen die meisten Charaktere halt immer mit Morty. Und der nächste Charakter, also unser Invoker, wird Mortys Dragon heißen. Also quasi für Mortys Drache. Passt auch so gerade rein. Von der Leiste her. Da sind noch ein paar Grollhufe. Also auch jetzt nicht unbedingt ein Name, der sehr, sag mal, einfallsreich ist. Ja, oder sehr intelligent gewählt ist. Aber für mich reicht das. Ja, ich habe einen Charakternamen. Fertig. Ja, deswegen, das ist vollkommen okay, denke ich. Weil das ist halt immer so schwierig. Wie nennst du deinen Charakter? Dann hast du so eine Idee, tippst den Namen ein und denkst dir so, warum ist dieser Name nicht verfügbar? Welche Person kam auf diesen Namen? Ja. Genau, und ich brauche ihn gerade von der Seite zum Beispiel. Es gibt auch eine Geschichte dazu, wie ich meinen Druiden benannt habe. Ich hatte damals auch das Problem wie heute. Ich hatte keinen Namen. Und ich habe vorher Krieger immer gespielt. Und habe dann mir gedacht so, könntest ja eigentlich mal einen neuen Charakter stellen. Oh, der Druide sah sehr interessant aus, so als Feral. Diese Katze, was hat irgendwie, das sah sehr interessant aus. Okay, wie nennst du den? Und ich überlegte die ganze Zeit. Und ich hatte damals eine Tastatur von Speedlink. Und war am überlegen, wie nennst du den? Kannst du Speedlink? Nee, Speedlink kannst du nicht machen, weil das ist ja ein Name von der Tastatur. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Dann habe ich einfach Speed eingetippt und sehe so, der Name ist schon vergeben. Ich denke so, habe ich halt ein Sonderzeichen drüber gemacht. Und seitdem heißt mein Charakter quasi Speed. Also Speed eigentlich in dem Sinne nicht wegen der Schnelligkeit, sondern in dem Sinne als Katze. Ja, also weil Katzen ja manchmal, wenn sie Bock haben, natürlich schnell sind, wenn sie Bock haben. Aber ansonsten war da jetzt kein Hintergedanke wegen sonst irgendwas. Also das Erste, was natürlich immer kam, ja, du hast ja den Charakter doch nur Speed genannt wegen dieser Droge Speed. Ja, da gibt es ja auch. Ich sag nein, wegen der Tastatur, die ich damals hatte. Das war meine erste Tastatur, die quasi beleuchtet war. Allerdings nicht die Tasten, sondern ringsherum das Ganze. Das war quasi meine erste Tastatur. Und deswegen habe ich meinen ersten Charakter halt Speed getauft. Und er hat den Namen immer noch. Deswegen bin ich halt auch auf den anderen Server. Also ich bin damals nicht auf Backend gewechselt, sondern dann auf Mal'Ganis, weil da der Charaktername, also der Name von dem Charakter genauso noch verfügbar war. Deswegen habe ich quasi auf den Server gewechselt. Und Mal'Ganis und Blackhand sind quasi ein Serverpool. Deswegen, das ist auch dann nicht so schlimm. Ich glaube, Erida ist auch mit drin. Und noch zwei andere müssten drin sein. Wobei ich mir immer überlegt habe, wäre es nicht sinnvoller, kompletten Server alle zu einem großen zusammenzupacken, bis auf die PvP-Server? Ja, die letzten machst du dann natürlich auch zu einem Server. Und die RP-PvP-Server machst du zu einem Server. Und die PvE-RP-Server machst du zu einem Server. Ich glaube, das sind auch nur 4 Stück oder sowas. Wobei die meisten Leute wahrscheinlich sogar so in Goldhaien sitzen werden. Oder auch in Silbermond gab es auch irgendwo in der Ecke. Da sitzen die auch ganz gerne. Ich weiß das, weil mir das mal einer gesagt hat. Und dann habe ich das mal nachgeguckt. Und ich mir dachte nur so, okay, wenn du kein Geld hast für andere Sachen, machst du ein WoW. Das ist schon creepy manchmal. Und deswegen weiß ich das. Ich habe da mal recherchiert. Aber was ich auch sehr interessant fand, zum Beispiel, aber was jetzt hier nicht unbedingt ja schön natürlich ist, sie haben zum Beispiel auch Sachen von Corona zum Beispiel, haben die nachverfolgt, beziehungsweise haben sie nachgestellt. Wo sie dann gesagt haben, ja, hier ist die Pest ausgebrochen, die Seuche. Und ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, aber es lagen wirklich tote NPCs, also auch von den erstellten Spielercharakteren auf dem Boden. Und sollten dann quasi den Corona-Tod dann darstellen. Ne? Deswegen, das haben sie zum Beispiel dann auch dementsprechend nachgestellt. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Fand ich dann auch sehr interessant. Wobei ich mich immer frage, wie macht man sowas? Ja, das ist natürlich immer so eine Frage. Ja. Ja, der NPC ist noch nicht aufgetaucht. Also es kann auch sein, dass er immer random auftaucht. Achso, jetzt hat es mir gerade gegeben. Also sie hat jetzt gerade gegoogelt. Das, was du das denn gerade geschrieben hast.
Also zu Nessengary in Classic, Schlingdorntal, Bane Crusade, Nagrand, das ist das, wo wir gerade sind. Bottleka, Schollersaarbecken, das ist das, wo wir demnächst hingehen werden. Das ist so bei mir dieses Must-Have, was ich mitnehmen will. Dann haben wir Kataklysmen. Also Herald ist das ja. Ich bleib mal kurz hier stehen, vielleicht taucht der Mob mir auf. Kataklysmen, Schlingdorntal, Sohn Hyal. So, das ist der Sohn aus dem Schlingdorntal. Der taucht im Hyal auf. Okay, ist im Hyal. Habe ich den echt vergessen. Mist of Pandaria, Tal der vier Winde, genau. Worlds of Draenor, Nagrand ist der auch nochmal verfügbar. Da seht ihr. Legion, Broken Islands und Battle for Azeroth, Zul'Dazar. Das heißt, er ist nicht in jedem Addon mit drin, hier. Ja, deswegen, haben wir das Ganze auch einmal aufgelistet. Und ich sehe gerade, wir werden dann erstmal aufhören für die Folge. Denn wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielleicht habe ich dann nochmal das Glück, dass wir hier dann noch ein paar Sachen finden. Ich glaube, Screenshot habe ich schon gemacht. Danke ich mich fürs Zusehen. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, die Folgen dann wieder täglich zu machen. Kann aber momentan nichts versprechen. Wir gucken mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.